Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Wumbitsch Mittwoch und willkommen zu einer Folge, in der wir Scorcher Tank Medic benutzen. Ich hatte nochmal Lust auf diese Truppenkombination. Irgendwie mag ich es viel lieber, wenn ich zwei Boote mit Medics fülle. Früher habe ich die gehasst. Schon lange her. Seitdem habe ich sie in mein Herz geschlossen. Nein, einfach weil man dann. Man hat zwar mehr Feuerkraft, ja. Aber zwei Gründe. Als erstes, man heilt. Ja, also die Medics sind ganz gut und dann muss man keine Medkits verschwenden, vor allem weil die Abfackler sowieso aus Medkits rausfahren. Und Nummer zwei, bei der Landung verbraucht man einfach viel weniger Energie und die können wir dann für was anderes nutzen. Und das werden wir heute machen. Also, Mauer to Max Folge, nein, Boost to Max Folge, wie ich die mal verwechsel in letzter Zeit. Wir haben nicht mehr genug Prototypteile. Oh doch. Okay, dann habe ich in der Zwischenzeit wieder gesammelt. Ich wollte schon sagen, ich hätte eigentlich nicht mehr genug hierfür gehabt, aber jetzt schon wieder. Wir werden heute natürlich dann unseren ersten Mörser, nein, unseren zweiten Mörser auf Level 20 auf. Den hier. Das heißt, wir brauchen nur noch 600.000 Eisen, das kriegen wir wohl locker hin. Hier mit den Statuen bin ich fast komplett durch. Holy, schaut euch das mal an. So leer war es noch nie bei mir da unten. Das ist ein bisschen verwirrend. Das sieht so komisch aus. Normalerweise hatte ich immer ganz viele von allen, aber ich habe irgendwie fast jetzt alle aufgebraucht. Hier wenigstens sechs, da bekommen wir bald ein siebtes. 999 Kraftpulver. Holy shit. Ich weiß nicht, ob es geht's höher oder ist das die höchste Zahl? Dann haben wir so random die Zahl erreicht. Ich weiß es nicht. So, wir boosten natürlich Kanonen und Energie. Das ist quasi Pflicht bei dieser Strategie. Ansonsten mache ich mal nur Truppenschaden. TP wird hier sehr viel bringen. Aber wir verzichten mal heute. Oder sollen wir? Gehen wir all in, Baby? Gehen wir all in, natürlich. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ich schreibe als allererstes. Ho, 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 hier spricht die Nikolaus. Einen schönen besinnlichen Tag wünsche ich. Von mir natürlich auch, wenn ihr das Video seht, ist natürlich Nikolaus schon vorbei, aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und euch geht's gut. Sagt Hallo zum Nikolaus. Kennt mein Handy das? Ja, natürlich. Okay, und dann. Okay. Dann haben wir quasi beide Nachrichten so in einer vereint. Yay. So. Let's go, Baby. Haben wir irgendwo eine Schatztruhe? In letzter Zeit übersehe ich die immer. Ja, hier oben ist eine. Und links ist auch noch eine. Nice. Zwei Diamanten. Beginnen wir einfach mal mit Dr. T, ganz schlicht. Ich habe ihn seitdem nie mehr gesehen, also es kam irgendwie keine Animation mehr. Schauen wir erstmal, wie viel Energie wir übrig haben, wenn wir alle setzen. 61. Das heißt, wir können. 61, 1, 2. Wir können sogar Artilleries und Bombardements schießen, also es sieht sehr gut aus. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Anzahl an Energie, die wir übrig haben, wenn wir unsere Truppen gesetzt haben. Es nähert sich so langsam dem Ende zu. Also ich das Jahr, ja. Also das Jahr und Boom Beach, also keine Panik. Ich habe schon 10-mal jetzt gesagt, ich werde die Serie nicht absetzen, aber. Dingsbums, unsere Base ist bald Max. Uns fehlen jetzt nur noch die letzten Mörser. Also alles ist. Ach so, oh. Das ist das Problem, wenn man nicht nachdenkt. Ah, ich habe gerade gehört, habe ich hier alles schon gesetzt? Nee. Unsere Base ist fast Max. Uns fehlen nur noch die Mörser. Drei Mörser. Drei Mörser. Die sind noch ein bisschen niedriger. Also die haben noch einige Stufen. Die müssen ja auf 22. Die sind auf 19, 18, 18, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir kriegen es dieses Jahr noch hin, dass wir komplett Max sind. Denke ich. Neben den Mörsern fehlt nur noch das Statuenlager, das, naja, nicht wirklich so wichtig ist. Aber wir werten es natürlich auf. Also wir werten alles auf, was wir aufwerten können. Also die Sachen fehlen uns noch, dann sind wir Max. Und ja, danach müssen wir gucken. Also ich überlege mir was und wir machen dann irgendwas Lustiges immer in den Videos. Ja, also wie schon 100-mal versprochen, es wird nicht abgesetzt. Wenn, dann wird es auf ein Video reduziert, aber es wird nie komplett ab. Also, naja, weiß ich, was in 2 Jahren ist, aber erstmal wird es nicht abgesetzt, damit ihr keine Panik habt. Also ich habe damit, ich denke darüber keine Sekunde nach. Ja, also. Nur damit ihr beruhigt seid.
Ich sehe nämlich immer wieder Leute, die Angst haben. Heaven, bitte nicht Boom Bitch absetzen. Ich liebe diese Serie. Ich habe gerade erst neu angefangen. Es freut mich sehr. Ich liebe dieses Spiel. Also es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und es macht nach wie vor auch Spaß in den Videos. Nur alleine nicht mehr, aber ich glaube, es ist verständlich. Aber es war mega cool damals. Also die Phase hat so viel Spaß gemacht. Ich erzähle immer wieder von dem Anfang. Aber da, das sind so schöne Erinnerungen, wo ich so zurückdenke, so, ah, Boom Beach. Hat schon, also ich meine, es war der Start des Kanals, sonst hätte ich wahrscheinlich nie weiter Videos gemacht. Ja, und ich meine, vielen Dank, Supercell, dass du mir das ermöglicht hast, weil die Videos machen mir so viel Spaß. Also ich meine jetzt alle Videos insgesamt. Ah, Boom Beach ist cool. Ich bin mal, es können ja natürlich auch immer wieder neue Updates kommen. Ja, es werden Updates kommen, 100%. Und dann kommen natürlich auch neue Gebäude wahrscheinlich dazu, neue Verteidigungsanlagen und vielleicht neue Upgrades, neue Stufen, vielleicht auch irgendwann mal wieder im Arsenal und so. Also es gibt bestimmt auch wieder später Arbeit, die dazu kommt. So, die Medics, ich hatte Angst, dass sie ja ein bisschen verbrennen bei diesen Flammenwerfern, aber die Miniroboter haben sich gut darum gekümmert. Perfekt. Wir haben irgendwie noch keinerlei Problem mit Energie oder so. Zum Glück. Also, Imitation Game macht mir am meisten Spaß. Das werde ich wahrscheinlich, auch wenn wir Max sind, jede Woche einfach weitermachen. Nur Boost to Max fällt ja dann irgendwie weg, weil wir sind ja dann Max. Ja, also die Serie wird dann quasi beendet, bis wir dann wieder neue Gebäude bekommen oder so. Erstmal abwarten. Also es dauert ja noch ein bisschen. Wollten nur schon mal so ein bisschen darüber nachdenken. So, wir haben, glaube ich, noch keinen verloren. Sehr gut. Ihr seid stark. Sollen wir Dr. Tibis, sollen wir, ich weiß nicht, ob wir 7 schaffen. Also 7 schafft man immer, aber ob es mit dieser Truppenkombination geht. Mit Kriegern ist das immer so einfach, aber ich habe ja gesagt, wir müssen mal wieder Abwechslung reinbauen. Hallo? Spiel? Danke. Lag des Jahrtausends. Vielleicht können wir auch, wieder Ressourcenbasen angreifen. Da unten war die 22, ja, die machen wir gleich kaputt. Oh, es wird schon härter. Wie mit Kriegern einfach so, ganz ehrlich, ja. Wir laufen mit Kriegern, Smoke, Smoke, hier vorne. Dann flammen wir nach hier, dann flammen wir nach hier und dann gehen wir zum HQ. Und dann schocken wir einmal hier und dann schocken wir einmal hier und GG. Und mit Tanks musst du jetzt durch dieses ganze Chaos hier durch und hier sind ganz viele Boomkanonen. Und das ist nicht so schön. Das ist gar nicht schön. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes. So, hier können wir rein theoretisch einen verlieren. Die Chance besteht. Das ist nicht gut. Versuchen wir es einfach mal erstmal so. Will mal ein paar Gebäude kaputt machen. Und ich hoffe, das passt. So. Bam. Okay. Und bam. Bitte. Ah, immerhin die Boomkanonen. Leider nicht die anderen Gebäude für extra Energie. Aber ist okay. So, ich schock jetzt direkt mal hier. Die Abwackler können zum Glück relativ gut tanken. Ja, ich weiß. Aber die Panzer, wenn die vorne stehen und eine Boomkanone auf die schießt, dann sind die relativ schnell Geschichte. Und der Linke, der leidet da auch so ein bisschen, aber die Medics heilen ihn gut. Deswegen mag ich Medics so gern bei dieser Strategie. Ah, da ist einer verbrannt bei diesen Flammen. Shit, also da unten. Es ist aber auch hier hart gerade bei Stage. Es ist nur 6. Mit Kriegern so einfach. Und hier ist es schon richtig hart für die Truppen, da durchzukommen. Und ich meine, wir haben schon Boost. Wir haben jetzt nicht nur rote Statuen. Also ich habe auch noch blau. Vielleicht sollte ich irgendwann, wenn ich Max bin, wechsle ich komplett zu rot. Alles rot. Ja, dann haben wir einfach mehr Spaß bei Strategien. Ich denke, lila mit Energie brauche ich nicht. Aber ich denke, nochmal rot dazu wäre ganz cool. Glaube ich. Ich denke, wir wechseln dann komplett zu rot. Aber, und dann natürlich auch Ressourcenbelohnungsstatue, die mache ich dann auch kaputt. Weil, wofür brauchen wir Ressourcen, wenn wir denn komplett Max sind? Ja, das ist so. Das wäre dann irgendwie witzlos, weil wir haben jetzt schon immer komplett volles Gold. Obwohl wir kein Gold ausgeben können. Voll schade. Aber okay. Nur ein Medic verloren. Sehr gut. Armer Medic. RIP, RIP, RIP. So, schauen wir uns 7 nochmal ganz kurz an. Ich weiß nämlich nicht, ob wir es hinkriegen. Oh my god.
Holy moly. Wir können natürlich die umgehen. Wir könnten die nicht wirklich umgehen. Wir könnten die aber so kaputt machen und dann über rechts so lang gehen. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal was anderes. Machen wir ja lieber Player, zwei Player Bases on NPC Base oder so. Jetzt ist der Miskel online, Aslan. You fucker. So, gehen wir mal zu Grisha. Versuchen mal Grisha zu töten. Ach, wie schwierig. Ach so, so Baby NPC Bases, so Baby Ressourcenbasen sind immer sehr lustig. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte die ganze Zeit NPC Base sagen. Resource Bases, so. Ja, machen wir lieber Player Base. Gucken wir mal, was die Leute so auftreiben, was sie für eine Base gebaut haben. Racken wir die lieber nochmal mit der Strategie. Ich meine, Dr. T sehen wir immer mal wieder. Da würden wir, glaube ich, wir würden da einige verlieren. Ich glaube aber, das würden wir schaffen, Dr. T Stage 7. Schauen mal, was die Zeit uns gleich sagt. Machen wir jetzt erstmal Player Base. Zwei Player Bases. So. Zack, vielen Dank, Ressourcenbasis. Was haben wir denn hier? Beginnen wir bei dem hier links. Wir brauchen auch eigentlich Eisen, ne? Müssen wir darauf achten oder kriegen wir genug? Schildgenerator. Der Schildgenerator ist da hinten, okay. Vier Boomkanonen hier vorne direkt und da hinten eine Boomkanone. Und Schockblaster. Ich greife so selten mit dieser Strategie an bei so Bases. Ich weiß nicht, ob ich davor Angst haben muss oder nicht. Sagen wir es einfach mal, ich versuch's einfach mal, ja. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. So, ich schalte das aus und das. Ich möchte die zwei Sachen ausschalten. Ich hoffe, dass die Energie dafür ausreicht, dass wir so machen. So, das ist schon mal weg. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal Truppen setzen. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, und jetzt schogge ich hier den Dreier-Cluster. So, dann kann nur uns die rechte Boomkanone treffen. Jetzt kann ich die da hinten kaputt machen. So, GG, bisher alles gut. Ich setze mal Mini-Roboter rein. Und dann schocke ich jetzt hier dieses Dreier-Cluster und dann schocken wir auch den Schockwerfer direkt mit. So, und dann müssten die eigentlich langsam, aber sicher da gut aufräumen. Ich hoffe es jedenfalls. Los, los, noch ein Schock. Sieht gut aus, ich glaube wir kriegen das gut hin. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, wir müssen jetzt nur die Boomkanone da vorne kaputt kriegen. Boomkanone fällt, perfekt. Schockblaster ist zwar überall nervig, aber bei dieser Strategie ist es noch relativ okay. Also da geht's noch, ja. Vielleicht sollten wir uns langsam wieder zurückholen und uns auf das HQ fokussieren, weil rechts da, die sterben leider so ein bisschen. Los Leute, macht bitte... Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich will den da kaputt machen. Ja, und dann möchte ich zurückfahren. So, jetzt müsste ich zurückfahren. So, ganz kurz hier smoken und dann packe ich hier jetzt Medkits drauf. Ganz viele. Und ich denke, die dürften das Schild einfach so kaputt machen, ohne dass wir irgendwie uns darum kümmern müssen. Das Problem ist, ihr kennt die Abfackler, die fahren jetzt wieder einfach nach da hinten. Deswegen ist er auch weitergefahren, der Idiot. Aber okay, meine Panzer schaffen das easy. Also ich hoffe es. Medics, lauft nicht so nach vorne dem einen Suizidgefährdeten hinterher. So, Schild ist kaputt. Das Schild ist relativ hart, wenn man es nicht selbst kaputt macht, sondern wenn man es beim HQ so kaputt macht. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn man auf das HQ schießt, anstatt auf den Schildgenerator. Vor allem, wenn man blaue Statuen hat. Vor allem, wenn man mit Tanks angreift, die langsam sind. Mit Zookas ist es tot. Ihr habt es ja gesehen bei dem All Zooka Video. Also bei letzte Woche beim Imitation Game All Zooka. Da ging es ganz easy, aber hier hat es jetzt relativ lang gedauert und deswegen sind auch ein paar gestorben. Aber kein Problem. So, dann holen wir uns die Truppen zurück und wir fighten nochmal. Wie wäre es denn mit dem hier? Sir. Okay. Was hast du denn anzubieten? Laserbeam und Shockblaster und Boomkanonen. Okay. Ja, dann greifen wir den auch noch an. Oh, der hat sehr viel Oh, wow. Der hat viel Eisen. Sehr gut. Das bringt uns nach vorne. So, da vorne die Boomkanone. Um die kümmere ich mich erstmal nicht. Ich glaube, ich nehme die hier. Das ist so verlockend. Total dumm gebaut. Ja. Weil wir haben hier Boomkanone.
Schockwerfer und Schockblaster in einem Spot zusammen. Die kann man alle gleichzeitig schocken. Und das macht die Base schlecht. So. Das interessiert uns jetzt nicht, aber jetzt zum Beispiel, wenn man mit anderen Truppen angreift, ist die Base sehr schwach, ja, gebaut. Also die hat ihre Schwächen. So. Scorch nach vorne. Zündet alles an. Und Medics natürlich. Oh, das ist das Problem. Bei Laserbeams. Jetzt nicht komplett Konter für diese Strategie. Ihr kennt das ja, wenn man mit Hooker angreift, also Heavy Zooker. Die Laserbeams racken einfach die Zookers, die hinter den Heavies stehen. Gleiches Prinzip hier. Hier werden dann natürlich die Medics gerackt durch diesen Laser. Aber naja, ist kein großes Ding für uns. Habt ihr es gesehen? Sobald ich den Laser geschockt habe, war der Laserstrahl unterbrochen. Also er ist nicht die Linie durchgegangen. Der war einfach dann plötzlich unterbrochen. Sehr gut. Bisher läuft es perfekt. Wir schocken jetzt nochmal hier die Boomkanonen. Beziehungsweise jetzt ist nur noch eine einzelne übrig. Wir könnten uns eigentlich schon aufs HQ konzentrieren. Das mache ich jetzt auch mal direkt. Alle aufs HQ und ich schocke nochmal die Boomkanone da hinten. Vielleicht rette ich noch einen und GG. Nice. Nice, nice. Goodbye, Sir. Das war's wohl mit dir. Alright, nur ein Medic wieder verloren. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann gehen wir mal zurück zu uns. Nein, wir bekommen erstmal die Vorratskiste. Irgendwie ist heute ein bisschen langsam vom Internet her. Frag mich nicht, woran das liegt. So. Ich glaube, wir nehmen die Diamanten, ne? Ja, nehmen wir nochmal die Diamanten. Okay, wie viel fehlt uns oder haben wir genug? Wir haben genug. Okay, perfekt. So, dann schauen wir aber als erstes in den Chat rein. Hallo Nico, hallo YouTube. Fälscher. Okay, schauen wir uns das noch an. Ho, 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 YouTube und Heaven. Die Nikolausin Xenia wünscht einen schönen Tag und hofft, ihr seid alle artig gewesen. Hallo zum Nikolaus. Okay, so schauen wir hier ganz kurz rein und dann werten wir unsere Sachen auf. Failshock. Uff, jetzt bin ich mal gespannt, was er Failshock, also was er falsch schockt. Wo der Fail ist. So, wir sehen eine blaue Statue. Räumt erstmal die Minen auf, sehr gut. Leider die Schockminen da übersehen, beziehungsweise nicht getroffen. So, jetzt gehen wir rechts lang. Okay. Manchmal ist dieser Greifer ein Counter an sich. Also, manchmal ist der negativ. Ja, ich erkläre es euch ganz kurz. Wenn er zum Beispiel, warten wir ab die 30 Sekunden und stopp. Wenn er zum Beispiel einen zieht, ja, werden die Abwehranlagen, die um den rum sind, das Ziel auf diese Truppe richten. Und wenn dann zum Beispiel quasi hier die Krieger langlaufen, werden die dann zum Beispiel nicht von dem Schockwerfer oder anderen Sachen getroffen, weil die sich dann auf den konzentrieren, der da hingezogen wird. Natürlich stirbt er innerhalb weniger Sekunden, aber trotzdem ist er ein Bruchteil von einer Sekunde negativ. Also ich finde ihn nicht so gut. Der ist gut gegen Abfackler. Ja, also der könnte uns natürlich da auseinanderziehen. Wir haben heute keinen gesehen, aber okay. So, wo wird jetzt geschockt? Schock? Oh! Der Schockwerfer auf der linken Seite. No! Aber das HQ fällt zum Glück hoffentlich doch, ja. Aber ich glaube, dadurch hat er einige verloren. Oh. Oh, wenn man den Radius zu groß ziehen will und es den Schockwerfer dann übersieht. Wie viel hat er verloren? 36 von 52. Naja, aber hast trotzdem noch geschafft. So, dann würde ich sagen, wir werten den nächsten Mörser auf Level 20 auf in 3, 2, 1. Bam! So, übrigens, eine kleine Nachricht noch, bevor wir das Video beenden. Heute kommt mein erstes PS4-Video. Also könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr interessiert seid, was ich für euch spiele. Und ihr könnt dann auch entscheiden, ob das Spiel bzw. die Serie dann fortgesetzt wird oder nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es bei euch ankommt. Deswegen bin ich sehr oder freue ich mich sehr über allen möglichen Support oder einfach über Meinungen von euch. Ja, also schaut mal rein. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Boom Bitch Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.